Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Games. Ja, wie ihr seht, ich hoffe, man kann das sehen, bin ich hier belagert von Katzen. Meine zwei Babykatzen liegen jetzt auf mir und ich muss sagen, ist nicht so geil, weil ich mich jetzt nicht so sehr konzentrieren kann. Aber gut, ich hoffe trotzdem, dass die Runde was wird. Und ich spiele immer zu Zeiten, wo sonst keine anderen Spieler spielen. Das kann ja nicht sein, die Lobby wird nie voll. Och Mann. Ich spiele übrigens das Kit Chamäleon. Und da wäre auch dann schon das erste Huhn, das wir töten. Ich bin ein Huhn. Ja. Bitte schlag mich nicht. Bitte nicht. Ich möchte nicht enttarnt werden. Gut, holen wir uns erstmal Holz. Sieht nämlich nicht so aus, als gäbe es hier extremst viel Holz. So. Ach, das wäre jetzt. Was? Das war ein Holzfäller, okay. Das war ein Holzfäller. Ich bin ziemlich weit vom. Also, es sieht für euch vielleicht nicht so weit aus, aber ich bin eigentlich schon ziemlich weit vom PC entfernt als normal. Und deswegen ist es jetzt alles hier so ein bisschen ungewohnt. So, erstmal hier runter zur Kiste und. Zack. Oh, drei Diamanten. Ja, geil. Ich feiere das. Also, das feiere ich jetzt übelst. Oh, 15 Sekunden Lag. 15 Sekunden Lag. So, zack. Erstmal hier ein geiles Dia-Schwert, ja. Dann können wir uns noch einen geilen Brustpanzer machen, ja. Dann 75 Blöcke jemand von uns entfernt. Okay. So, erstmal Erfahrungsfläschchen hier. Ein bisschen TNT. Weizen könnte ich mir auch machen. Ein paar Brote, meinte ich. So, gut. Ja, wir sind ganz gut ausgerüstet. Die Werkbank. Katze, wenn du auf den Schreibtisch gehst, musst du weg. Tut mir leid. Geh weg hier. Weg hier. Meine Katze ist nämlich gerade auf meine Tastatur gesprungen. Das feiere ich dann natürlich nicht so. Dann musst du hier runter. Tut mir leid. So, da hinten ist jemand. Er merkt nicht, dass wir es sind. Ho! Ja, das war jetzt aber ziemlich gemein, oder? Das war gemein. Aber wir haben ihn trotzdem fair besiegt. Es war nicht unfair, denn wir sind ja Chamäleon. Da ist das nun mal so. So, das hier brauche ich schon mal gar nicht, ne? Erstmal gucken, 103 Blöcke entfernt, 103 Blöcke entfernt, 103 Blöcke entfernt. Wir brauchen ein Tier, wir müssen uns sofort wieder verwandeln. Den Bogen habe ich ja leider nicht, ne? Oh, aber ich habe ein Feuerzeug, ja, geil. Und Enderperlen habe ich auch noch. Finde ich auch. Oh, da hinten ist ein Tier. Hier, komm her, bitte. Alter, was war das denn jetzt für einer? Also da waren jetzt zwei Leute, der hat ihn jetzt noch abgestaubt hier. Den hätte ich aber gerne gehabt. Schade. Schade, ja. Aber was soll man denn da machen? Was soll man denn da machen? Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder verwandelt, hoffe ich. Sehe ich nun als Pick. Ja, gut. Dann verzaube ich erstmal mein Diamantschwert. Hier ist schon wieder eine Katze. Hallo. Hallo. Na, alles klar bei dir? Ich werde hier gerade ein bisschen belagert, tut mir echt leid. Och Mann. Und das mitten in der Aufnahme. Oh, der hätte mich jetzt fast noch gekriegt, weil ich eben so riskant war und ihn trotzdem angegriffen habe. Und das trotz der Katzenbelagerung, ich muss sagen, läuft derzeit ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Okay, gut. Erstmal hier die Werkbank raushauen und was zu essen. Bräuchte ich auch so. Zack. Erstmal einen geilen Brustpanzer. Ja, damit wir hier nicht mehr irgendwie frieren müssen. Zack. Und dann noch eine geile Hose, ja. Oh, nicht schlecht. 121 Blöcke. Das Huhn hätte ich gerne. Weil das Huhn ist einfach am allergeilsten, Leute. Das Huhn ist einfach so geil. Ein Apfel wäre geil. Aber das kommt jetzt hier erstmal weg. Das kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Hey, pst,
Hör auf! Hör auf! Sorry, Leute. Es ist gerade ein bisschen eine verwirrte Runde, ja? Es ist nicht so wie immer, aber ich dachte mir so, einfach mal so eine kleine chillige Runde könnte ich ja mal machen, ohne viel Action. Na gut. Sie möchte raus. Gut. Ja, wenn du aufhörst zu weinen, dann lasse ich dich nach der Runde raus, ja? Dann musst du mich nicht mehr ertragen. Okay? Ist das ein Deal? Oh Mann. Also diese Katzen, ne? Die sind schon solche süßen kleinen Wesen. Also ich muss sagen, mich fasziniert das immer wieder, wie sehr so eine kleine Katze einfach mal beeinflussen kann. Also ich muss sagen, mich kann so eine kleine Katze richtig beeinflussen. Wenn die da so guckt und so richtig unschuldig. Okay, perfekt, Schutz. Das ist ja mal richtig perfekt hier. Die Kuh backt im Boden, okay. Lol. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf die Spieler hier los. Ich glaube, das macht sehr wenig Sinn, wenn wir hier einfach nicht... Oh, okay, wir sind im Finale. Finale, oh, und wir haben keinen Bogen. Das wird nichts. Ohne Bogen? Naja, ich weiß nicht, ob das gar was werden kann. Aber ich weiß nicht. Also ich spiele immer so gerne mit einem Bogen. Ich habe einen Bogen. Hast du gehört? Ich habe einen Bogen. Ich habe einen echten Bogen. Bogen. Das TNT werde ich sowieso nie benutzen. Das weiß ich jetzt schon. So, erstmal Erfahrungsfläschchen. Noch schnell was reinpfeifen. Klar, richtig noobig, oder? Ganz ehrlich, wie noobig ist das? Ganz ehrlich, richtig doof. Das ist ein richtig dummer Fallenbauer, wirklich. Leute, normalerweise bin ich ja nicht so, ne? Ja, Beistrich, bitte. Weil, ich, ganz ehrlich, Leute, ich habe jetzt nichts speziell gegen Fallenbauer. Aber das finde ich dann schon ein bisschen doof, wenn man das im Deathmatch macht. Also, ich sage nicht, dass es irgendwie... Nein, Alter, er gibt mir Grit. Er grittet mich und... Meine... Du gehst... Wieso? 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 Hatte mit... Ach, egal. Also, solche Leute sind richtig unsympathisch für mich. Also da denke ich mir nur so, hat er nicht gemerkt, dass ich mit dem Pfeilen und mit dem Kompass geschlagen habe, statt mit dem Schwert? Also den hätte ich locker noch bekommen, locker. Wenn meine, weißt du, zuerst ist sie die ganze Zeit weg und dann ist sie einfach hier auf der Tastatur. Da finde ich jetzt richtig doof, hätte ich sie lieber vor der Aufnahme rausgesperrt. Och Mann, Leute. Ich würde trotzdem sagen, wenn euch die Runde Ender Games gefallen hat, dann würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. War eigentlich eine ganz schnelle Runde, bis auf den Typen hier, den Lee46, der sich dachte, er muss erstmal eine Falle bauen und mich dann töten, wenn ich mit dem Kompass geschlagen habe. Und dann schreibt er auch noch easy. Also ich muss sagen... Da kann ich einfach nichts dazu sagen. Ich würde sagen, Leute, das war's. Haut rein und ciao.